Ja, ich habe ein paar Fragen. Wenn du also nicht irgendwie schon was auf der Seele hast, was dir gerne als allererstes loswerden würdest, dann würde ich zumindest mal meine Fragen an dich loswerden, wenn das in Ordnung Ja, ist. ich gebe Ja? dir mal den Vortritt, du bist der Jüngere. Sehr schön, ich danke dir. Also das Erste, was für uns natürlich wichtig ist, um überhaupt auch so ein Feedback-Gespräch mal ein bisschen einordnen zu können, ist, wo denn die Person, mit der wir uns da unterhalten, überhaupt herkommt. Deswegen die Frage, aus welcher Situation bist du denn in das Coaching jetzt mal ganz konkret gestartet? Also ich habe irgendwann Bescheid bekommen von der Krankenkasse, dass ich eine App runterladen kann und diese App nutzen kann. Ich habe es dann irgendwann gemacht und habe festgestellt, wie viele Möglichkeiten das doch in der Krankenkasse gibt, überhaupt was zu tun. Das hat man so gar nicht weiter realisiert, das Ganze. Und da bin ich auf die Möglichkeit gekommen, etwas für mich zu tun, habe Cyberfitness gefunden und bin ja nicht mit dem Abnehmkurs angefangen, sondern mit Kraft und Ausdauer. Ach so, das hatte ich gar nicht verstanden. Das heißt, den hast du zuerst gemacht. Okay. Den habe ich angefangen schon, glaube ich, im Januar, also Ja. Anfang Januar, und habe es mit dir und dann mit Nicole ja ziemlich hart gekämpft im Keller. Okay. Und habe erst mal gedacht, was tust du dir da überhaupt an? Ich bin da mit 111 Kilo reingegangen Okay. und habe so gedacht, das ist alles völlig verkehrt. Aber ich habe den Kurs jedes Mal, bis die Woche drauf wiederkam, jeden Tag wiederholt und habe dann gemerkt, dass selbst ich in meinem Alter doch noch ein bisschen was rausholen kann aus der ganzen Geschichte. Und das hat nachher richtig Spaß gemacht. Man hat also schon gewartet auf den nächsten Mittwoch. Ja, Jetzt super. muss ja bald mal wieder ein neuer Kurs kommen. Und die Zeit, die ist so schnell umgegangen nachher. Das war schon erschreckend, wie schnell so ein 8 oder 9 Wochen waren das ja, wie schnell die vorbei sind. Und bei dem Suchen bin ich dann auf diesen Abnehmkurs gekommen. Und ich hatte sowieso angefangen, ein bisschen aus meiner Kenntnis an der Ernährung schon ein bisschen was umzustellen. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann falsch nicht sein. Und ich habe dann gleich zugepackt und da bin ich richtig gut reingekommen in den Kurs. Also es sind so, wenn man abnehmen muss oder will, ist es ja immer so, das passt nicht immer gleich zu einem. Aber wenn etwas passt, ist das dann einfacher. Ich hatte Motivation im Körper, eine ganze Menge, und mir hat das Spaß gemacht, auch mit dem Kochen und mit dem Zubereiten und mit dem Verändern, was Neues ausprobieren. Das war schon interessant. Und wenn dann auch das eine oder andere Kilo verschwindet, dann wird es ja noch interessanter und dann wird man ja auch ehrgeizig. Und ich muss dazu sagen, ich bin jetzt 66 Jahre alt und ich habe also, glaube, Zeit meines Lebens falsch gelebt, was Gesundheit angeht. Und jetzt bin ich außerhalb der Arbeitszeit, habe fast ein Jahr gebraucht, um runterzukommen, um zu wissen, was überhaupt läuft. Und dann bin ich angefangen, jetzt machst du mal deinen Körper glatt. Weil das wird nicht einfacher, wenn man älter wird. Es wird alles schwieriger, die Bewegungen werden schwieriger. Und ich muss jetzt sagen, das sind 4 Monate, also den April durch, 4 Monate ungefähr. Und da hat sich so viel verändert am Körper, dass ich meine Zielvorstellung sogar noch mal verbessern werde. Ich werde noch mal einmal weiter runter gehen, weil ich habe, glaube ich, in den letzten 50 Jahren ganz, ganz, ganz wenig, wenn überhaupt mal unter 90 Kilo gewogen. Eher 100. Und ich bin jetzt bei 88 angekommen und meine Zielvorstellung waren 83. Aber da würde ich gerne auch noch mal runter gehen und vielleicht die 80 noch mal glatt machen. Denn es kann nur besser werden. Das Ganze.
Und ich habe jetzt in den 4 Monaten, ich habe meine Frau so ein bisschen mitgezogen dabei, die das nicht bräuchte eigentlich, aber sie hat auch ein paar Kilo dabei verloren und wo sie denn ganz glücklich drüber ist. Und wir haben dadurch auch keinen weiteren Stress irgendwie. Ich habe ja die WhatsApp-Gruppe auch mitverfolgt. Da sind ja doch einige ziemlich hart mit sich am Kämpfen. Mhm. Und bei mir ist das im Moment so, ich glaube, wenn der Kopf das verstanden hat, dann ist das Ganze auch ein Stück weit leichter. Ja. Und was positiv dabei ist, eben das Drumherum, dass alles leichter ist, dass man Treppen steigen kann und auch das mit dem Fahrrad fahren und all diese Sachen. Also es ist immer Motivation da und das gefällt mir schon ganz gut. Und ich glaube, das werde ich auch nicht mehr ändern wollen. Ja, schön. Ja, warum auch, ne? Ja. Das ja, ist man ja weiß immer nicht, warum hat man das vorher nicht schon gemacht? Wäre ja vieles einfacher gewesen, ne? Ja, okay, das ist natürlich immer, hängt auch immer mit den eigenen Glaubensgrenzen zusammen, ne? Und natürlich damit, wo ist mein Fokus drauf, ne? Ja. Jetzt sagst du selber, du bist in Rente oder zumindest Altersteilzeit, Teilzeit, so wie ich die verstanden habe. Und ja, dann werden natürlich bei all den Veränderungen, die da kommen, werden unter anderem auch Räume frei im Kopf. Mhm. Ne? Ja. Und wenn man die dann so nutzt, ist natürlich perfekt. Super. Jetzt, hast du dir den Kurs gemacht? Es war natürlich ein super Einstieg fürs Abnehmen, wenn du den Bewegungskurs schon vorher hast. Das ist natürlich tatsächlich die harte Gangart für die meisten, ja. Aber wenn du das gemacht hast, hast du natürlich den Riesenvorteil, wenn du mit dem Abnehmprogramm beginnst, da hast du natürlich schon einen Vorlauf. Also ja. Dein Körper funktioniert dann schon auf eine andere Art und du hast schon einen anderen Selbstfokus aufbauen können über das Training. Das ist natürlich dann ein Vorteil, den du hast auf jeden Fall. Jetzt hast du ja den Kurs gemacht, den Abnehmkurs, und dann kam das Coaching ja dazu. Oder warst du von Anfang an Kurs und Coaching parallel? Also Kurs und Coaching hat beides zusammen angefangen. Der Abnehmkurs mit dem Coaching, wo ihr auch angefangen habt. Ja, ja, okay. Ja, das habe ich von Anfang an mitgemacht. Ja, gut. Jetzt hattest du vorher wahrscheinlich noch gar keine Berührungspunkte mit, dass du dir irgendwie Hilfe gesucht hättest zum Abnehmen oder sonst was. Zumindest hat sich das jetzt so angehört. Ich habe in den letzten 10 Jahren nicht wirklich was gemacht. Davor habe ich mal einen Abnehmkurs gemacht. Den habe ich über meinem Hausarzt damals gemacht. Und das war so eine kritische Phase, Bluthochdruck und was da so alles zukommt. Stress bei der Arbeit und. Aber das hat zwar ein Jahr angehalten, das Ganze hat auch gut funktioniert. Aber das war eine Art, die, naja, nicht so meins gefunden hat. So, und jetzt habe ich das Gefühl, dass das nicht nur zu mir passt, sondern dass das auch wesentlich besser ankommt. Mhm. Und das war, vielleicht war ich da auch zu sehr gestresst in der Phase, das weiß ich nicht. Aber im Moment ist es so, ich habe gerade heute Morgen jemanden getroffen hier, was machst du die ganze Zeit, sagte sie. Und dann sagte ich, eigentlich habe ich gar keine Zeit. Ich sage, ich muss hier Sport machen, ich muss Haushalt machen, ich muss dann wieder Sport machen und dann muss ich wieder kochen. Und eigentlich ist der Tag gut ausgefüllt. Das ist schon, man hat sich total wirklich die Räume, die frei geworden sind, wie du sagst, die hat man dann anders gefüllt. Mhm. Und so ist auch keine Langeweile da. Es gibt ganz, ganz wenige Heißhungerattacken, da habe ich gar keine Zeit zu eigentlich. Das ist schon gewaltig. Ja, schön. Jetzt versuchen wir mit unserem Coaching einige Dinge richtig zu machen. Mhm. Und man kommt natürlich immer auf die Idee oder man stellt sich die Frage, wie kann ich es denn richtig machen, wenn man vorher viele Dinge beobachtet hat, wo man eher den Eindruck hat, da lief es nicht so hundertprozentig richtig. Deswegen jetzt eine Frage, die natürlich für uns wichtig ist in dem Zusammenhang. Wenn du überlegst, was denn an dem Coaching für dich am wertvollsten war, um dich da zu unterstützen in deinen Zielen, ist da irgendwas, wo du sagen kannst, ja, da habe ich das Gefühl gehabt, das war tatsächlich ein entscheidender Faktor?
Was ich richtig gut fand, war immer, dass aus verschiedenen Ecken, dass euer Dreiergestirn ist ja so, dass du einmal in der Ernährung, einmal in den verschiedenen Trainingsarten, dass du verschiedene Hilfepunkte oder Hilfestellungen kriegtest. Alles kann sowieso nicht richtig sein für einen Körper, aber so jetzt kommt die Bewegung dazu, ich muss mich anders bewegen, ich muss anders essen, ich muss anders einkaufen. Und dieses zusammen, das Paket, das war schon interessant. Weil wenn du erstmal wieder Zeit hast zum Nachdenken und dann wieder in alte Raster reinfällst oder, dann ist das schon schwierig. Aber so war das eben halt, dann hast du mal eine Frage gestellt und dann kriegtest du ein Feedback dazu und dann konntest du wieder weitermachen und brauchtest nicht erstmal in der Luft hängen. Mhm. Also diese Zusammenstellung, der, wenn das einer gemacht hätte, glaube ich, wäre da eine Lücke gewesen. Aber so auch mit Michi, mit dem Kochen und dem Ganzen drumherum, das ist schon interessant, dass man dann immer wieder neue Wege findet und auch mal neue Gedanken kriegt. Das passt schon. Schön. Ja, wie Michi immer sagt, ne, der Teller muss bunt sein. Vielleicht nicht nur der Essensteller, sondern auch der Coaching-Teller. Mhm. Hervorragend. Ja, sehr schön. Okay, also so wie ich das beobachtet habe bei dir und so wie ich dich jetzt auch verstehe, war für dich persönlich wahrscheinlich der Austausch untereinander mit den anderen Teilnehmern gar nicht so das Essentielle. Du bist ja, so wie es sich anhört, in deiner eigenen Situation relativ stabil. Bei dem einen oder anderen Teilnehmer konnte man ja deutlich sehen, dass die schon diese Unterstützung untereinander auch sehr, sehr sich geholt haben und brauchten, was ja auch toll ist, dass die dann da war. Aber bei dir war das jetzt, glaube ich, nicht so der Hauptfokus, oder? Nee, ich hatte mal in jüngeren Jahren so eine Phase, wo das Wort Egoismus wichtig war. Egoistisch zu sein ist natürlich in vielen Situationen nicht gut. Aber es gibt doch Situationen, wo man egoistisch sein muss und es recht, wenn es um sich selbst geht. Und da habe ich schon gelernt, ich kann zwar den anderen eine Motivationshilfe geben, wenn ich vielleicht sage, was gut funktioniert, aber ich muss ja auf mich gucken. Es geht ja letztendlich nur um meinen Körper und um meine Gesundheit. Und ich habe das mal versucht, auch über die Facebook-Seite, dass man, die sollen sich ja eigentlich nicht genervt fühlen von einem, sondern die sollen einfach nur hinter den Zeilen lesen, was damit gemeint ist und dieses Positive daraus ziehen. Und ich glaube, das ist für einige so schwierig, noch den Berg ganz unten zu stehen und da immer hochgucken. Aber diesen Weg anzufangen, das muss ich machen. Ich sage auch, die gute Begleitung von euch dreien ist natürlich toll. Aber wenn ich nicht losmache, dann nützt das gar nichts. Und ich glaube, das ist ein Punkt, da habe ich Egoismus gelernt. Und ich habe gedacht so, ich kann alles saugen, was sie mir anbieten, aber machen muss ich es. Ne? Und das ist ein Teil des Egoismus, wo ich sage, das ist okay und ich muss mich auch nicht rechtfertigen dann vor keinem anderen. Ich habe eigentlich eine gute Konstellation mit meiner Frau, die unterstützt das einfach und die sagt auch morgens mal, muss ich dich jetzt anschubsen oder geht das von alleine? Also es ist schon schön. Ja, das ist total wichtig. Ne? Ich glaube, da wird bei dem einen oder anderen die Konstellation nicht ganz so günstig sein. Und dann ist es immer schon anstrengend, noch mal anstrengender. Ne? Ja. Gerade wenn du, keine Ahnung, Kinder noch im Haus hast und Ehemann. Und dann wird es schwierig, weil die nicht mitmachen. Dann musst du alles doppelt oder dreifach kochen und so. Ne? Ja. Ja, genau. Da ist ja schon vorteilhaft. Super. Dann hätte ich vielleicht noch eine Frage jetzt hinsichtlich der aktuellen Situation. Wir haben ja jetzt erstmal diese 3 Monate Folgeprogramm sozusagen aufgelegt und es ist jetzt schon klar, dass es auch danach natürlich weitergehen wird, weil sehr, sehr viele ja auch das Bedürfnis geäußert haben. Wie ist das denn bei dir? Du bist ja schon ein ganzes Stück weiter und eigentlich schon klingt das zumindest so, als wärst du schon relativ
strukturiert und gefestigt in deinen Erinnerungen? Also vom Coaching her würde ich wahrscheinlich aussteigen jetzt. Ich komme zuletzt noch mit zwei Fragen, die ich brauche für meinen Körper. Mhm. Aber das andere weitere mit dem Cyberfitness, mit den Möglichkeiten, da werde ich mit Sicherheit tiefer reingehen, gerade was die dunklere Jahreszeit auch angeht. Das ist ja immer so ein Faktor. Jetzt raus mit Sonne und Rad und Joggen und was, das ist wichtig für den Kopf. Aber das andere, diese einzelnen Bewegungsabläufe, die brauche ich unbedingt. Da muss auch jemand Anleitung geben. Man kann ja auch viel kaputt machen damit, wenn man immer da falsch vorgeht und immer nur die weichen Stellen, die leichten Sachen macht. Das funktioniert ja auch nicht. Ja, genau. Schön. Ja, super. Was hast du denn für Fragen noch? Also, ich habe ja jetzt gut 25 Kilo abgenommen. Und meine Haut ist jetzt 66 Jahre alt und du kennst ja die Winkelarme und du kennst ja bestimmt die Hüftprobleme. Und aus eurem Großprogramm, was ihr da anbietet, würde mich doch mal interessieren, welches speziell in diese Richtung geht. Ich habe angefangen vor ein paar längeren Tagen mit Bauch, Beine, Po, was ich total interessant finde, auch von dem Ablauf her. Aber ich würde ganz gerne so, ich glaube, ich muss ein bisschen Muskeln aufbauen, um die Haut wieder so ein bisschen aufzufangen. Und ob du mir da ein aus eurem Portfolio sagen kannst, Mensch, das wäre vielleicht was. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Wenn ich alle angefangen habe, dann habe ich keine Zeit mehr. Ja. Also es ist grundsätzlich so, wenn du Muskeln aufbauen möchtest, dann geht das nur über eine entsprechende Intensitätssteuerung. Das heißt, Muskelaufbau findet statt bei relativ niedrigen Wiederholungszahlen und relativ hohen Gewichten, mit denen du oder gegen die du arbeiten musst. Ja? Jetzt ist ja Cyberfitness, arbeitet ja nicht mit irgendwelchen Maschinen oder sonst was, sondern mit Körpergewicht in der Regel. Und dann gibt es ein paar kleine Zusatzgeräte. Bei den Pump Classes gibt es auch schon mal eine Langhantel, da ist dann schon ein bisschen mehr Gewicht drauf. Aber trotzdem ist es so, dass die meisten Classes mit etwas höheren Wiederholungszahlen arbeiten, zwangsläufig in Ermangelung von höheren Gewichten. Und da ist dann eher so der Muskelstoffwechsel, die Kraftausdauer, also die Leistungsfähigkeit, das Stehvermögen der Muskulatur, das Durchhaltevermögen im Fokus. Das ist alles super und auch wichtig und was die Fitness anbelangt, sehr, sehr hilfreich. Aber das, was du jetzt ansprichst, nämlich tatsächlich eine Muskulatur, also einen Volumenzuwachs der Muskulatur auch zu erreichen, um einfach da, wo vorher vielleicht Fettpölsterchen waren, jetzt Muskelpölsterchen hinzubekommen, damit die Haut, die sich an das alte Volumen angepasst hat, so ein kleines bisschen, zumindest für den Zeitraum, wo sie braucht, sich wieder etwas zu regenerieren, dann eben schlapper wieder wird. Ja. Diese Art von Training erfordert, wie gesagt, eine höhere Intensität. Wir haben ein paar wenige Classes, wo tatsächlich nur Übungen verwandt werden, die dann so schwer sind, dass sie diese Intensität erlauben. Das sind in der Regel Classes, die findest du unter dem Überbegriff Total Body Workout. Und da gibt es auch Classes mit mir, wo ich tatsächlich sehr bewusst in niedrigere Wiederholungszahlen hineingehe. Och, kann ich dir jetzt gar nicht auswendig sagen, in welchen Classes das der Fall ist. Müsstest du dich einfach mal ein bisschen durchtesten, auch mal in den Classbeschreibungen gucken. Ich kann ja nach deinem Namen suchen, dann bin ich ja schon mal in einer anderen Auswahl. Genau. Ja. Genau, das ist das eine. Das zweite, was ich dir tatsächlich empfehlen würde oder wo ich dir empfehlen würde, da mal drüber nachzudenken, ist eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio. Zumindest immer mal wieder partiell, denn du hast dort einfach die Möglichkeit, über dieses Gerätetraining, was dort angeboten wird, genau das zu bewirken und zu erreichen, von dem du gerade gesprochen hast. Ne? Denn ein klassisches Muskelaufbautraining ist in Wiederholungsbereichen von, sagen wir mal, 12 bis 15 Wiederholungen.
Das heißt, das Gewicht, gegen das du arbeitest, muss so hoch sein, so schwer sein, dass du spätestens nach 15 Wiederholungen, Anlaufzeit eingerechnet natürlich, wo du erstmal dich daran gewöhnst, diese Intensitäten überhaupt zu trainieren, aber wenn du dann soweit bist, wo du spätestens nach 15 Wiederholungen nicht mehr kannst, weil der Muskel dann erschöpft ist. Ja. Und dafür brauchst du einfach relativ hohe Gewichte, relativ schnell. Ja? Und da bietet sich ein solches Gerätetraining sehr an. Die Geräte führen dich, da kannst du sehr gezielt arbeiten an deiner Muskulatur, kannst auch gezielt bestimmte Körperregionen trainieren. Also wenn das die Zielsetzung ist oder eine Zielsetzung ist, dann bietet sich auf jeden Fall an, das mal in Erwägung zu, in Betracht zu ziehen. Ja, der Kreis, wie du schon sagtest, oder der Teller muss rund sein. Der Kreis schließt sich irgendwann, wenn die Bewegung wieder da ist und auch, ich sage mal altersgerecht funktioniert. Ja. Dann würde ich schon ein bisschen da wieder hinarbeiten, dass das auch alles ein bisschen fester ist. Ja. Und ist ja auch für einen selbst ein Geschenk. Absolut, ja. Und ich meine, die Körperlichkeit, die wir da pflegen, so würde ich es mehr bezeichnen, hat ja mit unserer Haltung zu tun, ja, mit unserer Selbstwahrnehmung, mit unserer sichtbaren Haltung auch, ja, mit unserer Spannkraft, wie auch immer man das nennen will. Ne? Und damit sollte man niemals aufhören. Das gehört immer dazu. Solange wir auf dieser Erde leben und existieren, sind wir mit unserem Körper verbunden. Ja, so sind die Spielregeln hier in dieser Schule des Lebens. Und wenn wir die nicht befolgen, die Spielregeln, dann kriegen wir halt nur ein Männchen ins Ziel und nicht vier. Ja, lieber Eberhard, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch. Gerne. Auch für deine rege Teilnahme immer wieder zwischendurch. Und das war schön, auch immer wieder deine Anregungen und deine Motivation auch für die anderen zu sehen. Ne? Weil du hast natürlich dann auch gerne geteilt, wie so deine Aktivitäten sind und an welchen Stellen du voranschreitest. Das war toll. Und freut mich auch, dass du immer mal wieder zwischendurch Werbung gemacht hast, auch für diesen Bewegungskurs Kraft und Ausdauer. Das hat natürlich die Rolle, die ich in unserem Coaching mehr jetzt gespielt habe, nämlich Bewegung in den Fokus zu rücken, ein bisschen unterstützt und befeuert. Danke an dieser Stelle nochmal dafür. Gerne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in dem einen oder anderen Cyberkurs. Ja. Weiß nicht, vielleicht bist du beim Coaching ja noch eine Weile dabei, vielleicht nicht. In jedem Fall wünsche ich dir weiterhin sehr, sehr viel Erfolg. Viel Freude an deiner freien Zeit, beziehungsweise die ist ja jetzt gar nicht mehr so frei, weil du sie mit anderen Dingen füllst, die dich unterstützen in deiner Gesundheit. Hervorragend. Aber eben halt, es macht Spaß. Ne? Das ist ja das Ziel da auch mit bei. Soll ja auch Spaß machen. Absolut. Ja, und man muss einfach das Gefühl haben, dass daraus eine Kraft und eine Energie erwächst, die einem einfach Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten, mindestens erhält, vielleicht sogar wieder neu eröffnet. Ne? Ja. So ist der Deal. Prima. Also, alles Gute für dich. Ganz liebe Grüße an deine Frau, unbekannterweise. Auch schöne Grüße an Michi und an Nicole. Die bestelle ich. Danke, Freunde. Für die Helle. Sehr schön. Danke. Prima. Bis dann. Ja. Ciao.